Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Toy Review mit Transformers Dark Side of the Moon Voyager Shockwave. Shockwave kennen wir alle, er ist der böse Wissenschaftler der Decepticons, der quasi immer wieder neue Experimente durchführt. Natürlich auch so in dem Dark Side of the Moon Film, das heißt im dritten Teil. Sehr interessant in dem Film war natürlich, dass er mit einem großen, wurmähnlichen, bohrerähnlichen Wesen quasi verschmolz und mit ihm natürlich dann auch quasi die Stadt unsicher gemacht hat, ganze Häuser und so weiter zum Einstürzen brachte. Hier ist die Figur im Panzermodus. Um einiges dazu zu sagen, Fans kennen natürlich Shockwave. Shockwave war früher eine Kanone. Quasi, und diese Kanone hat sich im Laufe der Zeit scheinbar zu einem Panzer weiterentwickelt. Zwar auch mit einer großen Kanone oben drauf, aber ja, einem Panzer halt. Shockwave wird geliefert in einem, ja, matten Dunkellila mit helleren Chromteilen hier oben, mit hellem lila Lackierung, einem dunklen Grau. Vorne mit einem silber lackierten Plastik mit einem großen Gummischlauch und einer großen Klinge quasi noch einmal. Die Waffe selbst hat hier oben ein schönes Decepticon-Symbol auch natürlich mit drauf. Ansonsten hat diese Waffe ein kleines Gimmick, das heißt, sie lässt sich verwandeln, halt eine typische Mech-Tech-Waffe. Diese Waffe hat hier hinten einen kleinen Pin, wenn man diesen reindrückt, verwandelt diese Waffe sich automatisch quasi. Ja, sie klappt sich automatisch auf und bietet dann noch zwei weitere Waffen hier oben. Ihr könnt diese Waffe im Gegensatz zu vielen anderen Mech-Tech-Waffen hier oben einrasten und schon bleiben diese Waffen auch draußen. Ja, die Figur an sich hat keine Abschussfunktion, auch wenn man das als erstes dachte, irgendwie, dass sie wie so eine Art Rakete zum Abschießen hat. Nein, hat sie nicht. Die Figur hat eigentlich bis auf ihre Mech-Tech-Waffe nichts Besonderes. Bis auf, wie gesagt, hier diese Klinge, die man abnehmen kann für den Robotermodus. Im Gegensatz zur Packung wird Shockwave nicht in einem blau-lila quasi geliefert, wie es quasi ursprünglich der Fall war. Auch hat die Waffe hinten keinen orangenen Pin. Der ist jetzt hier beim Original in grau gehalten. Und ansonsten muss ich allerdings sagen, sind die Färbungen so ziemlich originalgetreu, wie sie auch eigentlich sein sollten. Das Einzige, was halt ist, das sieht man auch hier zum Beispiel im Fahrzeugmodus, diese Rillen hier oben sind hier in Silber. Die sind natürlich im Robotermodus nicht vorhanden. Das heißt, sie sind schon vorhanden, aber leider in einem stinknormalen Lila unbemalt. Leider. So, dann kommen wir mal zu Shockwave an sich. Wie gesagt, im Fahrzeugmodus gefällt er mir als Panzer doch relativ gut. Würde ich sogar jetzt schon im Voraus mit vollen 9 von 10 Punkten bewerten. 10 von 10 leider nicht, weil die Figur in dem Panzermodus eigentlich nichts kann. Ja, die Ketten sind natürlich fest. Da ist jetzt nichts groß, was die Ketten irgendwie können. Finde ich sehr schade. Und vorne ganz normale zwei kleine Räder mit, auch im Lila gehalten, mit goldener Verzierung. Der Roboterkopf ist im Fahrzeugmodus quasi hinter einer Schutzblende gut verstaut. Hier hinter befindet sich quasi, man sieht es vielleicht auch, Shockwaves Auge. Ja, ansonsten ganz nett. Einer dieser Reifen ist quasi hier hinten auch fest montiert. Der Schlauch lässt sich einmal hier unten befestigen und hier oben in der Waffe. Und was ich nett daran finde, sie ist in einem Winkel quasi befestigt, den man komplett links und rechts rumdrehen kann. Hat aber auch mit der Transformation zu tun. Ja, ansonsten
dieses Rippenmuster, was quasi später der Brustkorb wird, auch sehr schön gehalten. Und ansonsten unten drunter sieht man eigentlich nichts groß, was auf einen Robotermodus quasi hinweist. Eigentlich eine sehr schöne Spielerei, aber man sieht die Figur ja allgemein nicht von unten. Die Transformation ist sehr simpel gehalten. Man löst einmal die Arme nach hinten. So. Den Schlauch kann man abnehmen, muss man nicht. Dann hier vorne einmal diese Pins, die unten drunter sind, lösen. Einmal und zweimal. So. Anschließend hier vorne diese zwei Komponenten voneinander lösen. Aber bitte aufpassen, sie sind an einem Gelenk angebracht, was ich finde sehr schlecht gelöst wurde. Aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wie gesagt, lösen. So. Anschließend die Beine zur Seite wegklappen erst einmal. So. Sieht sehr skurril aus, aber ja, ist besser. So, anschließend die Arme. Na gut, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelöst. Ich löse einfach mal erstmal hier oben den Schlauch. Ist dann leichter mit der Transformation. So, die Beine. Einmal so rumklappen. So hoch. Hier dasselbe. So. Die Beine lassen sich ein bisschen schwieriger verwandeln. Einmal gibt es hier unten diesen Pin, der quasi beide Beinkomponenten verbunden hat. Den einmal so rumklappen. Und jetzt einmal diese große graue Fläche nach unten klappen. Und ihr seht auch schon, diese Stachel klappen sich automatisch auf. Und jetzt noch die Klappe hier oben hochklappen für die Knie. Dasselbe einmal hier. Einmal runterklappen, natürlich erstmal zurück. Runterklappen und so nach oben. So. Die Beine sind jetzt theoretisch schon fertig. Sehr massiv, sehr bullig, schön. Jetzt einmal dieses Teil hochklappen. Jetzt einmal diese Figur hier oben, also diese Komponente, die vorderen Räder einmal rumklappen. Dann einmal hier vorne das auch einmal runterklappen, um den Kopf freizulegen. Und den Kopf einmal um 180 Grad drehen. So, jetzt einmal hier oben den Brustkorb nach hier vorne wegklappen, dass er sich hier quasi löst, weil er ist hier mit den Schultern quasi verbunden. Jetzt einmal die Arme zur Seite drehen. Hier ebenso. So. Und jetzt einmal die Ketten zur Seite wegdrehen. So. Jetzt drehen wir die Figur einmal um. Jetzt haben wir hier zwei Löcher und die Pins. Das heißt, hier müssten quasi die Pins mit dem Brustkorb verbunden werden und schon rasten sie ein. So, dann einmal die Arme runterklappen. Ebenso. Und den Kopf einmal hochklappen. Und diesen Pin hier unten in dem Brustkorb quasi einmal befestigen. Und fest zusammendrücken. So. Die Räder hier vorne lassen sich nach oben klappen. Und diese Pins, die vorne im Fahrzeugmodus quasi festmachen, gehen jetzt quasi in die Löcher hier oben rein. So. Und werden bei diesem Rad hier unten in diesen kleinen Schlitzen hier an der Seite noch befestigt. Das heißt, einmal nach unten drehen. Und so ineinander stecken. Fertig. Das heißt, hier oben und hier unten einmal quasi befestigen. Das ergibt quasi das Rückenmodul. Das sieht aus wie drei kleine nukleare Reaktoren. So, und jetzt einmal den Schlauch, wenn ihr Probleme hattet bei der Transformation, natürlich wieder verbinden. Einfach reinstecken. Fertig. So, und schon habt ihr Shockwave. Das Einzige, was jetzt noch ist, er hat zwei Hände,
Einmal hier runterklappen, einmal hier runterklappen. Ich muss aber dazu sagen, das passt nicht mehr zum Shockwave, so wie wir ihn kennen, weil er halt nur eigentlich, egal in welcher Toyline, nur einen Arm hatte. Und das wäre der normale Arm plus der Waffenarm. Das heißt, ihr klappt einfach diesen Arm wieder rein und schon habt ihr quasi den Kanonenarm an sich. Ja, die Waffe hier oben, das heißt, diese Klinge könnt ihr auch abnehmen, komplett. So, falls ihr euch stören sollte. Und könnt sie eigentlich überall befestigen. Zum Beispiel an der Waffe hier unten könnt ihr sie auch befestigen. So, dann hat er quasi eine Kanone mit einer Nahkämpfer vorne mit dran, was ich sehr spaßig finde. Shockwave selbst wird geliefert mit einer Lightpipe, ja, einer Lightpipe-Funktion. Ihr seht es hier, was ich auch sehr interessant finde mit seinem einen Auge. Und ansonsten, ja, mit nicht wirklich großen Gimmicks, aber er ist eine sehr imposante Figur, die mir schon sehr gefällt. Man sieht im Robotermodus auch nochmal eine schöne Sache. Der Kopf, wie gesagt, ist sehr schön gehalten. Mit wie so eine Art Hörner, die nach vorne gehen. Aber die Figur, wie gesagt, ist im kompletten nicht-metallischen Lila gehalten. Aber der Kopf ist lila. Ja, in so einem lila Metallic gehalten und dementsprechend auch lackiert, was ich sehr schön finde. Das Rippenmuster natürlich auf seinem Brustkorb ist sehr gut umgesetzt worden. Dadurch wirkt er sehr aggressiv. Und auch seine Hände sind schön gestaltet. Vier einzelne Finger. Und natürlich lässt sich auch das Schwert hier in die Hand quasi stecken. Man sieht hier dieses kleine Loch. Oder halt irgendeine andere Mech-Tech-Waffe. Und auch hier natürlich ist es genauso wie im Fahrzeugmodus. Die Waffe lässt sich verwandeln. Jetzt nehme ich mal das Schwert einfach mal wieder ab. So. Und drücke einfach hier unten das nach außen. Und wenn ich jetzt hier unten auch noch einraste. Na, kommt schon. So. Hat er drei Waffen quasi, die er den Autobots entgegenbringen kann. Eine Figur, wie gesagt, wie sie mir sehr gefällt. Im Robotermodus sieht sie sehr aggressiv aus. Halt auch, das machen die breiten Beine natürlich auch her. Die Waffe, ganz zu schweigen. Ich würde der Figur auf jeden Fall im Robotermodus 10 von 10 Punkten geben. Man mag es kaum glauben, auch wenn sie nicht viele Bewegpunkte hat. Denn die Bewegpunkte sind wie bei allen Figuren natürlich das Knie. Hier oben in der Hüfte. Dieses Kugelgelenk halt und ein Drehpunkt. Die Hüfte an sich hat aber allerdings kein Gelenk. Die Arme sind natürlich durch den Schlauch sehr begrenzt beweglich. Das heißt, ihr könnt den Arm nach oben drehen. Aber eigentlich auch nur im 90-Grad-Winkel nach oben, weil der Schlauch halt jetzt quasi mitzieht und blockiert. Ja, Ellenbogengelenke ganz normal. Drehgelenk oben in der Schulter. Hier natürlich genau das Gleiche. Ihr könnt ihn hochbewegen. Einmal um 63 Grad drehen. Seitlich drehen. Ellenbogen hoch runter und die Hand hoch runter. Kopf ist auf keinem Kugelgelenk, er ist nur auf einem Drehgelenk von links nach rechts zu bewegen. Aber ansonsten reicht die Beweglichkeit aus, da er im Film auch nicht wirklich beweglich war und eigentlich nur stur auf die Autobots geschossen hat, beziehungsweise sich hinter seinem Riesenwurm versteckt hat. Ich würde der Figur, wie gesagt, alles in allem, sagen wir mal, ganz frech frei 9 von 10 Punkten geben, weil Shockwave ist einfach eine klasse Figur, ein klasse Charakter, egal in welcher Toyline, er ist einfach genial. Mir gefällt das sehr. Leider nicht mehr zu haben, wenn ihr ihn trotzdem noch findet. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn sich zuzulegen. Wie gesagt, Dark Side oder The Dark of the Moon heißt die Figurenline von der Mech-Tech-Line der Transformers. Falls ihr sie kriegt bei eBay, schlagt zu. Meine Empfehlung habt ihr auf jeden Fall. Macht sich schön in jeder Sammlung.
vom Größenverhältnis ein bisschen kleiner, auch wenn es Voyager Class ist, als die anderen Figuren im Verhältnis zum Film. Allerdings passt sie trotzdem einfach immer ins Bild. Ja, solltet ihr noch Fragen haben, wie immer, in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich natürlich über Kritiken und so weiter auch freuen. Einige Kritikpunkte habe ich schon genannt, die werde ich in den nächsten Videos auch umsetzen. Und ich denke mal, damit werde ich bestimmt einige Leute zufriedenstellen. Man sieht sich und ich wünsche euch so viel. Bis zum nächsten Mal, euer Rexford.